Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon The Lost Valley oder auch das verlorene Tal. Okay, wir gucken mal, was es noch so für Anliegen gibt, die wir vielleicht mal lösen könnten. Ich hatte gerade irgendwie voll Bock drauf. Irisblumen, gell? Und hier wäre auch viele rosa Stiefmütterchen. Gelbe Stiefmütterchen und lila Stiefmütterchen. Oh, das wird ein bisschen schwieriger. Gucken wir mal. Entnehmen. Ich habe nämlich, glaube ich, noch rosa, ne? Ah, gelbe. Vielleicht auch noch. Und ein bestes lila Stiefmütterchen. Oh, wird gut. Dann nehme ich am besten gleich noch die ganzen rosa Stiefmütterchen mit. Und das gelbe Stiefmütterchen. Wow, okay. So viel dazu. Dürfte ich auch wieder mal was verbessert haben? Genau. Ja. Ich weiß. So, Sally. Will Joghurt, wo ich immer noch weiß, wo ich ihn herkriege. Der will eine Karausche. Hier muss ich schon mal gucken, ob ich Kohl finde. Habe ich zufälligerweise 5 Kohl im Kühlschrank? Entnehmen. Oh, ja. Ja, gut, hast du das auch erledigt? Gut, da kann ich ja von relativ vielen noch langsam die Anliegen eindingsen, die schon seit Ewigkeiten ausstehen. Muss ich sie nur alle finden. Und sorry, Sally, ich weiß nicht, wo es Joghurt gibt. Ich kann da vielleicht nochmal. Vielleicht kann ich ja Joghurt jetzt als Rezept oder so. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich glaube es aber ja nicht. Ich denke mal aus Milch, aber was genau die da jetzt von mir wollen? Ich guck mal. Nee, sieht nicht nach Joghurt aus. Oh, Bohnensuppe. Mm. Mit Regenbogenforelle. Mm. Sieht nicht gut aus. Muss ich mal gucken. Habe ich gerade Apfelsuppe gelesen? Stand da gerade Apfel... Ach, egal, ich will es nicht wissen. Oh je, gut. Jetzt muss ich mein Zeug an die Leute hier verteilen. Wie der Weihnachtsmann. Ho, ho, ho. Ich verteile meinen Loot an die Leute hier, denn die haben es gut. Oder so, ho, ho. Okay. Ich wollte eigentlich schon vor der Stunde aufhören mit aufnehmen, aber irgendwie sitze ich immer noch. Ich weiß auch nicht, warum so genau. Es ist gerade ganz schlimm. Ich dachte eigentlich, ja, eine Stunde nimmst du auf und jetzt sitze ich ja schon 3 Stunden. Das ist schon krass. Wenn eine Stunde 15 Minuten geht, könnt ihr euch auch denken, wie viele Folgen ich ja gerade im Voraus aufnehme, ne? Aber wenn man einmal dann so einen übelsten Schwung gerade hat und da gerade so voll dabei ist, dann nutze ich das aber voll aus. Ich meine, ich habe total viele Projekte parallel und kann das auf geplant stellen. Und wenn ich mich halt eben da gerade mal irgendwo austobe, dann lasse ich das auch so im Lauf. Also, warum sollte ich mich jetzt hier bremsen, wenn ich Bock drauf habe, ne? Ja. Manchmal nehme ich ja auch irgendwie 3 Tage aneinander Lost Valley auf, jeweils irgendwie eine Stunde oder 2. Und dann halt eben auch mal 2 Wochen am Stück nicht. Das ist halt eben bei mir ganz durchwachsen. Das merkt man so als YouTube-Endnutzer nicht so wirklich, weil da kommt halt eben regelmäßig einfach immer. Und was dahinter passiert, sieht man da weniger. Außer halt, dass ich auf Kommentare vielleicht manchmal reagiere. Und dann halt eben dann auch auf einmal dann auf ganz viele auf einmal. Aber ich mach's halt eben so, wie ich es für mich am besten finde. Ich habe aber auch schon Anschuldigungen bekommen, dass ich nie mal in den Kommentaren lese, was das bitte soll. Wenn ich halt eben dann wie jetzt mal so 10, 20 Folgen auf einmal aufnehme, wird es halt eben schwer, dann direkt zu reagieren. Zeitgemäß. Tut mir dann auch leid, aber ehe ich dann mal wirklich jetzt hier noch 5 Folgen aufnehme und dann mich dann zwinge, halt eben wenig aufzunehmen und dafür dann mal eine ganze Zeit lang nichts aufnehmen und ihr dann nichts bekommt, nichts sehen könnt, ist ja auch doof. Und ich würde eben an der Sache auch trotzdem Spaß haben. Das ist, denke ich mal, die beste Lösung, die ich jetzt mache für alle. Kommt regelmäßig Content und ich habe Spaß an der Sache. So, wie sie alle da stehen. Okay. Erste Kandidaten, die irgendwas von mir geschenkt haben wollen. Anliegen. Oh, oh, oh. Kann man da was ernten? Sehr schön. Habt ihr gesehen, wie es geht, ne? Ihr kleinen Scheißer. Wachsen, wachsen, wachsen. So, etwas Pflanzenmotivation getätigt. Oh, die Rosen wachsen echt langsam zu der Jahreszeit. Das geht gar nicht.
Da waren die, glaube ich, sogar im Winter schneller. So kam es mir jedenfalls vor. War ganz schön heftig. Ach ja. Mal gucken, vielleicht ist heute auch Doktor. Das wäre eigentlich ganz gut. Ich könnte eigentlich mal schnell illern. Illern. Und er ist da. Yeah. Fällt gerade übrigens auch ein. Ich wollte noch ein Anliegen machen. Ich muss noch mal ganz kurz zu Sam dafür. Boah, ich hab gerade total den Run. Ihr merkt schon, ne? Ach, schön. Mal gucken, wie viele Folgen ich heute noch aufnehme. Also ich könnte jetzt auch endlos so weitermachen. Aber ich denke mal, ich will mal realistisch bleiben. Noch ein, zwei Folgen ist dann für heute, für meine Aufnahmesession Schluss. So. Ich weiß auch gar nicht, wie viel von der Festplatte passt, vor allem. So, kaufen. Also wenn dann irgendwann mal Schluss ist, also spätestens wenn die Festplatte in die Knie geht, ist Schluss. War es Stolznahrung, was er wollte? Was wollte Stolznahrung? Der gute Hunter. Die ich ihm herstellen sollte. Mhm. Aber nicht herstellen kann, weil ich immer noch nicht den Futtermais habe. Also machen wir das einfach mal so. So, Brutus, den können wir auch nochmal anquatschen, wenn er einmal da ist. Ich meine, Freundschaftspunkte bringt es auf jeden Fall. Jetzt, weißt du, Brutus hier. Okay, alles klar. Hallo, Häschen. Und einmal zur Hunter, bitte. Oh, du bist gekämmt, genau. Gebürstet werden. Bitteschön. Und anliegen. Hast du das Foto gemacht, das ich erklärt habe? Ja. Also, ich hab's nicht gemacht. Also, natürlich hab ich es gemacht. Ja, ich war das. Niemand anderes. Das war ich. Das war ich. Alles allein. Ich schau mal, was ich mir mehr Rezepte... Achso, ja. Denke dir einfach mal aus. Sorry, wenn ich immer um Hilfe bitte. Finde ich total gut, dass du mir immer hilfst. Ich weiß gar nicht, wer mich darum gebeten hat. Ich bin doch schon ein halbes Ingame-Jahr her. Und ich hatte irgendwie keine Lust, das abzugeben. Aber jetzt habe ich gerade so... Ich weiß nicht. Die Affinität, die... Nicht Affinität, die... Die Passion, mich um die ganzen Anliegen zu kümmern. Ich denke, so kann man es gut umschreiben. Gut, und dann gehen wir mal zu Doc und kümmern uns mal um die neuen Klamotten. In der Hoffnung, das wird was hier. Hopp, Sasa. Na, 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 na. Oh, oh, das hat mich gerade erschrocken. Großer Bär. La, 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 la. Und Naomi ist auch wieder da. Ha, la, 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 la. Und so. Ach, Nase kratzen und weiter geht's. Hallo, Naomi. Wie kann dieser Anhänger hier sein? Wie? Das macht keinen Sinn. Außer, es ergibt keinen Sinn, heißt das. So. Du kennst das Geheimnis des Erfindens. Ja, ich würde gerne was kaufen. Hm. Habe ich überhaupt? Oh, ich habe jetzt die Bronze nicht mit. Das ist nicht mein Ernst, oder? Ich könnte ja aber eigentlich noch übelst viel anderes kaufen. Was haben wir denn hier so? Trübe, nein. Hier so Mithril und so ein bisschen... Habe ich ein bisschen Mithril, ja. Da kann ich ja ein paar Brücken holen. Okay, Mithril und Bronze. Und Bauholz, hartes. Kommt sofort und nochmal hin und her rennen. Es tut mir leid. Aber dann kam hier es endlich, ja. Oh, hin und her, das ist so schwer. Oh yeah. Und so. Hoho. Finger und im Po Mexiko. Man merkt, ich nehme schon drei Stunden auf. Mein Commentary wird langsam immer schlechter. Und ich habe das Gefühl, ich rede auch immer lauter, oder? Das Mikro ist so nah. Ich schlage ziemlich aus. Das Mikro ist, glaube ich, ziemlich nah an meinem Mund. Einen mündernden Mund. So. Hab ich mir das gemerkt? Mithril, Bronze und hartes Bauholz. Ja. Ich krieg's auch noch auf die Reihe. Entnehmen. Das klingt so. Entnehmen. Mithril, zwei Stück. Bronze. Was glaube ich schon? Bronze. Nehme ich einfach mal einen ganzen Schwung mit. Ich weiß gerade nicht mal genau, wie viel es war. Und. Hat das Bauholz. Nehme ich auch gleich mal einen Schwung mit.
So, und wieder zurück. Alle Mann zurück. Und weiter geht's. Hier sieht's auch schon ganz schön fertig aus. Was, Plauber-Erdbeeren? So, lila, ne, was? Muss ich gleich nochmal gucken. Erstmal kümmere ich mich hier um das. Schniff, schniff, ich kann jetzt riechen, dass Milch bei dir stimmt. Ja, du magst doch Milch, hä? Ihr macht dich groß und stark, Kleiner. Ich habe irgendwie gerade das Verlangen nach der Aufnahme, den Kakao zu trinken. Ich weiß auch nicht. Ja, weißt du, wogegen jetzt so super wirkt? Rückenschmerzen. Ja, super. Lustig. So, ja genau, der Schrank. Kleiderschrank platzieren. Ja. Kleiderschrank ist fertig. Das ging schnell. Okay, und dann hätte ich gerne noch... Ah, nee, das war hier. Holzbrücke. Ja, bitte. Holzbrücke ist fertig. Da frage ich mich jetzt, ist das jetzt wirklich nur eine Holzbrücke oder sind das mehrere? Zuschauer haben mir die Hoffnung gemacht, dass man da mehr kriegt. Müssen wir schon gucken. Hier, hä? Zwei Stück! Wow, hat sich doch gelohnt, ne? Ja. Okay, gut. Okay, in der nächsten Folge würde ich mal sagen, probieren wir mal aus, was wir an Kleidung bekommen haben. Und ich sage ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ihr Let's Play Harvest Moon und das verlorene Tal. Bye. Renn, renn, renn.